圆满呢，就不可能有完美这件事情。但是有机会从每一次每一次的音乐会去感知到很多的自己，觉得下一次可以做更好的事情，然后这件事情有机会在下一场音乐会做出
unseres Lebens. Wir singen nun drei religiöse Lieder. Viele von uns sind durch diese Lieder Gott näher gekommen und verstehen dadurch die Liebe Gottes besser. Diese drei Lieder sind Panis Angelicus, Dona Nobis Pacem und Joshua in the Battle of Jericho.
Es folgen zwei taiwanesische Lieder. Der Titel des ersten Liedes ist Jugendliche Sehnsucht nach Liebe. Ein Lied über ein junges Mädchen, welches sich auf die Liebe freut. Sie hat eine Verabredung mit einem jungen Mann, den sie gerne mag. Sie durchlebt die süßen und melancholischen Gefühle, aber auch die Ängste, verletzt zu werden. Das zweite Lied heißt Zurück in die Heimat. Der bekannte Komponist Xiao Tailan hat dieses Lied geschrieben, als er in Amerika war. Damals konnte er nicht in seine Heimat zurückkehren. Er hat seine Sehnsucht, seine Gefühle und Gedanken an seine Heimat, an Taiwan, die bergige Insel, in seiner Musik zum Ausdruck gebracht. Taiwans Berglandschaft hinterlässt einen tiefen Eindruck in den Herzen vieler Menschen. Xiao Tailan erzählt in den Texten, wenn man die Berge seiner Heimat sieht, wenn man die Berge der Heimat sieht, dann fühlt man sich nicht einsam. Um es mit den Worten des Chorus zu sagen, heute singen wir am Fuße der Zugspitze. Wir haben die Natur als Hintergrund und das gibt uns ein besonders gutes, wunderbares Gefühl. Thank you.
sind erstmal in Deutschland. Wegen unserer Deutschlandreise haben wir ein deutsches Lied geübt. Das nächste Lied und seine Melodie kennen wahrscheinlich auch alle Taiwanesen sehr gut, weil wir den Text ins Chinesisch übersetzt haben. Wir singen heute aber natürlich in Deutsch. Durch das Probe des Liedes kennen wir langsam ein bisschen Deutsch und das Land. Wir hoffen, dass wir das Lied erfolgreich interpretieren können. Wir singen für Sie das Lied Heide Rösslein von Franz Schubert. Zum Schluss.
Wir wünschen viel Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit und Frieden.